Jawohl. Naja, die Situation vor mehr als 25 Jahren war ja so, dass die Kreuzfahrt doch in so einem ganz engen, eigentlich auch ziemlich elitären Konzept gefangen war. Also Kreuzfahrt war damals für die breite Masse gar nicht erschwinglich. Also wir haben die Möglichkeiten gesehen, dass der Urlaubsmarkt, der deutsche Reisemarkt, ein neues, frisches, junges Kreuzfahrtprodukt will. Die Frage war, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Wir haben gesagt, wir machen etwas ganz anders. Und so im Rückblick denke ich manchmal, wir waren damals gar nicht besonders gut darin zu erklären, worin dieses Anderssein denn bestand. Also wir wussten, wir wollten nicht diese steife Kreuzfahrt mit Krawatte und Dinnerjacket und so weiter, das wollen wir alles gar nicht haben. Sondern wir wollen ein Schiff haben, auf dem jemand, der an Bord kommt, Crew oder Gast, ganz egal, auf dem den Menschen das Herz aufgeht. Wir haben uns ja auch mit Second-Hand-Schiffen damals beschäftigt. Dass ein Second-Hand-Schiff das, was das AIDA-Produkt ausmachen soll und wie es ausgedrückt werden soll durchs Design auch und die Infrastruktur an Bord, dass wir das mit einem Second-Hand-Schiff nicht hinkriegen. Das war relativ schnell klar. Und wir sind dann doch sehr schnell zu einer Vereinbarung mit Kverna Masa in Turku in Finnland gekommen, unser Schiff zu bauen. Das ging wirklich relativ schnell. Also heute brauchen wir Jahre, bis wir einen Schiffbauvertrag unter Dach und Fach haben und damals hat das Wochen gedauert. Das war gut. Der Name kam ins Spiel ungefähr ein Dreivierteljahr vor der Ablieferung des ersten Schiffes. Und dann nochmal, vielleicht 3-4 Monate später, also im Winter 1995, 96, kam die Idee mit der Bemalung. Letztendlich auch, um zu zeigen, wir sind anders, ne? Und auch die Werte von AIDA zu transportieren. Ne? Also erstmal fühle ich mich grundsätzlich sehr wohl auf jedem AIDA-Schiff. Ne? Also da spielt die Hardware bestimmt eine Rolle, aber vielmehr die Menschen, die einfach dazugehören, ne? Die dem Schiff eine Seele geben und das Herz des Schiffes sind eigentlich. Die Mitarbeiter sind alles. Und auch wir als Management sind Mitarbeiter. Also wir sind, ich glaube nicht, dass wir uns von einem Mitarbeiter, der hier an Bord ist oder an Land sitzt, ganz wesentlich unterscheiden in unserer Sichtweise. Wir wollen ein sehr erfolgreiches Unternehmen noch erfolgreicher machen. Das ist doch klar. Und wir wollen wachsen und müssen in diesem Wachstum einfach unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir haben, gerecht werden. Also es gibt ja Leute, die nicht an den Klimawandel glauben. Ich glaube dran, muss ich sagen. Und unser Management-Team auch und unsere Mitarbeiter auch bei AIDA. Also müssen wir uns entsprechend verhalten. Und das bedeutet im Umweltbereich eben, dass wir noch mehrere Technologiesprünge machen müssen. Wir haben uns ja schon sehr, sehr früh als eines der ersten deutschen Unternehmen positioniert, dass wir klimaneutral sein wollen. Also 2040 ist für uns hier eigentlich das Jahr, in dem wir das geschafft haben wollen. Wir wollen alle in einer, sagen wir mal, friedlichen, sicheren Welt in einem tollen Umfeld leben und arbeiten dürfen. Also ich bin vor ein paar Jahren mal gefragt worden, da haben wir eine Befragung gemacht so unter Mitarbeitern. Und die Frage war, was bedeutet AIDA für dich? Und ich habe damals gesagt, AIDA ist mein Leben. Und das war damals einfach so und das ist auch heute zum großen Teil sicher noch richtig. Aber ich habe natürlich auch eine Familie und das ist genauso mein Leben. Und also auch aus eigener persönlicher Erfahrung kann ich sagen, also man kann nur Sachen richtig machen und gut machen, wenn man das wirklich liebt, was man tut. Und ich glaube, AIDA wäre nicht da, wo das Unternehmen heute ist, wenn wir nicht ziemlich viel richtig gemacht hätten. Ich war Teil eines Teams und bin das heute noch. Also wir waren, weiß Gott, nicht immer alle einer Meinung. Und da flogen auch am Anfang häufig die Fetzen. Aber ich glaube, das war einfach notwendig, um etwas Besonderes zu entwickeln. Ich habe nicht eine Minute daran gezweifelt, dass es funktionieren wird. Ich kann mich nur bedanken bei jedem, der dabei war und ist und einen Beitrag geleistet hat und sagen, dass ich mich auf die nächsten 25 Jahre freue. Dankeschön.